ist Stefan Bernhardeck. Ich bin seit 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ein Hauptanliegen von mir ist Tierschutz und Tierrechte neben Umweltschutz. Wir sind heute hier vor dem Europäischen Parlament, dem Herzen der europäischen Demokratie auf dem Place du Luxembourg. Heute geht es um die Delfine. Nach wie vor werden annähernd 300 Meeressäuger in europäischen Delfinarien oder Aquarien gehalten. Wir wissen, Delfine sind hochsensible und intelligente Tiere. Und sie werden in Gefangenschaft gehalten. Was ist einfach jetzt an der Zeit, diesen Skandal zu beenden? Und heute werden wir hier ein Signal an das Europäische Parlament senden. Von heute an wird im Europäischen Parlament die Abschaffung der Delfinarien, die Freiheit für Delfine betrieben. Super. Dafür werde ich mich einsetzen und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Aber ganz klares Ziel, ab jetzt Delfinarien im Europäischen Parlament, das wird auf der Agenda stehen. Danke. Herzlichen Dank.